Weird. Okay, I'll check it out. If they've got a helicopter, maybe they can... Oh, scheiße! Ah, shit! Oh, oh. Ja, in der Basis gibt's gerade Ärger. Die Moral ist ziemlich am Boden. Wir sind auch ziemlich viele in der Basis. Das heißt, wir brauchen auch dringend jetzt einen Schlafplatz. Ja, und es ist, und die Army hat es jetzt auch mal hier zu uns geschafft, aber das bringt uns jetzt gerade noch nichts und auch mir vor allem nicht. Ah, habe ich gerade ein bisschen verkalkuliert hier bei der Mission. Ja, sehr gut. Ah, sehr gut, der Doktor ist aufgetaucht, also leider nicht der Doktor, aber... Wenigstens der sich um Ed kümmert. Boah, oh Gott, oh Gott. Ich habe auch gerade wieder letzte Buhn, ey. So, weggekickt. So, wenn man sich ein bisschen mit dem Kampfsystem hier auskennt, dann geht das eigentlich alles. So, schön eine überziehen. Und so, weg. Okay. Ein bisschen was zu essen wäre jetzt echt nicht schlecht. Ach, hier leben ja beide Kreischer noch. Oh Gott. Wow, wie viele Zombies kommen da jetzt gerade raus? Scheiße. Ah, der Kreisch hat echt zu viele angezogen. Okay, aber wir müssen abbrechen. Das ist echt gerade zu fett. Das kostet mich am Ende echt nur mein Leben hier. Da kommt schon die nächste Horde an. Mal, scheiße, ich muss es probieren. Ah, scheiße. So, jetzt kommt der Kreischer. So, zerstört. Der erste. Einer, das. Der zweite. Wo bist du hin? Da, am Boden liegt er. Du kreischt hier nicht mehr. Ah, sehr gut. So, gleich mal die Knarre nachladen. Ah, es da oben scheinen mir auch Baumaterialien zu sein. Ja, genau das, wonach ich gesucht habe. Ah, Nägel, sehr gut. Und, immerhin ein besserer Schalldämpfer. Es ist ziemlich dunkel hier, Leute, ich weiß. Hast du das auch hier so in der Nacht unterwegs zu sein? So, vielleicht noch ein paar andere Ressourcen, die wir mitnehmen können. Was haben wir hier noch Schönes? Sieht nach Medikamenten aus. Medikamente sind echt immer gut. Nichts gefunden. Scheiße. Aber es ist noch was im Haus. Die drei Fragezeichen oben zeigen, dass hier noch was im Haus ist. Das war wohl mal das Schlafzimmer hier gewesen. Ja, hier hat die Familie glücklich drin gelebt, bis die Untoten kamen. Da gibt es wahrscheinlich Essen drin. Aber da draußen, da könnte es noch... Ah, neues Auto und andere... Scheiße. Oh, oh. Ja, genau vor dem Haus kommt gerade eine Horde runter. Ja, das ist die, die wir vorhin schon gesehen haben. Hm. Ah, sehr gut. Ah, hier. Seht euch das an. Bauressourcen.
Ja, sehr gut. Mitnehmen und eine Waffe. Und das Schöne ist, du bist die Bauressourcen und hier steht direkt ein Auto. Das heißt, ich muss jetzt nicht da vorne zur Horde laufen. Man kann jetzt gleich von hier aus nach Hause düsen. So. Mir war doch so, als ob hier irgendwo ein Gunstore noch ist, oder? Hier war doch irgendwo noch ein Gunstore. Muss ich auch mal aufsuchen. Weil wir haben noch ganz wenig Munition. Aber was wir auch echt unbedingt brauchen, wir brauchen mehr Platz in der Heimatbasis. Weil wenn wir zu viele Überlebende werden, dann brauchen wir mehr Platz. Das heißt, wir brauchen Schlafplätze. Überlebende in der Zombie-Falle. Oh, da vorne ist ein Ausrufezeichen. Da kümmern wir uns gleich drum. It's time. Your dad, he didn't make it, Lily. I'm sorry. Thank you. I mean, I kind of already knew, but it's good to hear it out loud. Na, immerhin bringt sie uns nicht um, denn wir haben ja immerhin ihren Vater getötet, aber wir mussten es tun. Er war ja ein Zombie. There you go. Don't say I never gave you nothing. Sweet. Sehr schön. Boah, 203 Einfluss, ey, das ist so krass. Aber da draußen gibt es auf jeden Fall noch was zu inspizieren. So. Gleich mal hin. Ach, wahrscheinlich bei Ed oder so. Ach nee, ich habe die Nägel abgegeben. Ach, sehr gut. So. Ja, Schlafplätze. Ja, könnten wir einen Schlafbereich einrichten für 5 und 10. Ja, machen wir doch mal einen Schlafbereich. Die Betten aufstocken, weil wenn wir hier mit Überlebenden reden und neue Überlebende für unsere Basis gewinnen, dann ist auch das ganz wichtig. So, aber er ist auf jeden Fall jetzt müde, der gute Markus. Deswegen wechseln wir mal wieder auf Maya zurück. So. Bei Maya aus, aber Maya hat noch super Sachen am Start. So. Machen wir jetzt als nächstes mit Maya. Mit Maya. Oh ja, hier, die werden gerade belagert da unten. Und da ist noch die Army-Sichtung. Ja, die Armee ist ja hier auch unterwegs. Sollten wir auch mal vorbeischauen. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal hier hin, wo belagert ist. Was haben wir hier oben noch? Ein Infektionsherd. Und hier ist auch noch ein Plünderer. Ja, ganz schön was zu tun. Ja, dann helfen wir aber erstmal der Person, die da belagert wird. So. Könnte langsam mal Tag werden hier in der Welt. So, um den Zombie dürft ihr euch kümmern. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. La la la, ich fahre hier so. Durch die Gegend. Da vorne ist die Action. Oh, da ist eine ganze Horde. So, kommt her, Horde. Bam, 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 bam. Schnell mal über den Haufen gecruised. So. Ach, hier ist er direkt im Gun Shop. Ach nee, hier ist nur der Gun Shop. Wollte ich auch mal gleich reingucken. Oh. Oh, scheiße. So. Ich sollte mich vielleicht anschleichen, damit die ollen Zombies mich nicht sofort wittern. Denn da, das ist die Army da vorne, da drüben. Corporal Torres. Sergeant Tan. It's been a while. What was it, 3 years? 2. Afghanistan? Right. Guess I'm not surprised you're out here ignoring the quarantine orders. Yeah?
Gotta say, I'm surprised to see you standing around with your thumb up your ass while civilians are dying all around you. You don't have to like orders to follow them. So what? We're on our own? Civilian Casivac isn't the mission. Isolate, contain, identify. Until the squints figure out what's causing this little chuckle fuck, you're all potential carriers. Any chance of you listening if I tell you to go home and lock the doors? Probably not. No. Well, then I guess I didn't see you out here. You better get going. The captain gets cranky when people contaminate her scene. Uh-oh. Okay. Ja, die Army sagt, sie sind jetzt zwar hier, aber nur um... Okay. Meine Mission ist jetzt auch eben mal ein bisschen verschwunden. Aber da sind Fremde, da können wir Vertrauen aufbauen. Oder wir können erstmal in den Gunstore gehen, in den Waffenladen. Dann gehen wir erstmal in den Waffenladen, weil da habe ich Ressourcen gesehen. Ja, die Army ist hier, die sagen aber, nö, wir sind jetzt hier nicht, um euch zu befreien. Wir sind hier, um ja einfach hier zu sein. Ihr sollt alle schön zu Hause bleiben und ja euch nicht rühren, bla bla. Ja, ziemlich beschissen, denn hier laufen überall Untote rum. Zum Beispiel da vorne an meiner Karre. Aber gut, das ist mir jetzt erstmal egal. Die kann ich mich gleich noch kümmern. Erstmal will ich hier nicht gesehen werden. Ich will da rein. Oh oh. So. Ich brauche Ressourcen. Soll mich beeilen. Ein Maschinengewehr. Sehr schön. Was haben wir hier? Noch ein Maschinengewehr. Ja, und ein paar Patronen. Scheiße! Oh Gott, oh Gott. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, shit. Oh, schnell ins Auto. Oh, wir haben ganz schön viele hier. Oh Gott, Glück gehabt. Ja, immerhin coole Waffen habe ich jetzt bekommen. Die sollte ich mal absichern gehen. Oh, da oben ist noch ein Minimarkt. Da sollte ich auch mal reingehen. Ja, ihr seht, man kann hier wirklich eine Menge Zeit in dem Spiel verbringen. Ja, von der Army braucht man echt keine Hilfe erwarten. Aber ich habe da auch so eine Horde Weil da ist ein Überlebender. Ich glaube, den kann ich fürs Lager gewinnen. Da. Muss damit erstmal ein bisschen hier für Ordnung sorgen. Und einfach mal in den Garten reinfahren. So. Und dich auch noch. Oh oh. Oh Gott, da drin wird sich gerade heftig gewehrt. Wehren ist eine gute Sache, das muss ich gerade mal auch tun. Ich hab noch eine Waffe. Ah! Ja. So, jetzt aber hier. Einfach mal reinschießen in die Bude. Ich will auch noch rein hier in den Spaß. So. Ach hier, Joseph Garrett, den können wir zum Beispiel für unsere Basis ranholen. So, erstmal helfen wir den jetzt hier mal ein bisschen, den Überlebenden, und boah, prügeln mal alle auf den Dicken da ein. Wie das aussieht. Kämpfen Stufe 3.
Tür geht auf und wir langen gleich zu. Ach nein, es war ja nur der Milchmann, verdammt. Aber sie nähern sich gerade. Oh, oh. Oh, Basis, die Hoffnung sinkt. Was ist denn los? Ah, endlich, die Sonne geht auf, oder? Nein! Oh, oh. Hallo Leute, ich sterbe hier gerade. Ah, ah, ganz viel A drücken. Leute, es ist echt nicht lustig hier. Oh Gott. Also ihr habt zwar irgendwie kaum Waffen und so. Naja, ich lade erstmal bei mir genüsslich nach. Echt eine ganze Truppe hier gerade am Start. Oh Gott. Oh, da kommen gleich die nächsten. Ja, angezogen durch die Schüsse. Aber kein Problem. So. So. So, wir haben sie alle, oder? So, jetzt aber. Oh, Tagesanbruch, endlich. Okay, Joseph Garrett. Ah, okay, diesen grünen, das heißt, die können wir alle rekrutieren. Ja, wenn wir sagen, komm zu uns. Yeah,